Hallo zusammen. Das hier ist das Video 3 zur betrieblichen Altersvorsorge. Hierin stelle ich Ihnen nun die zwei großen Wege vor. Groß deshalb, weil das eine vollständige Ausfinanzierung Ihrer Pension ist. Dabei handelt es sich um die Unterstützungskasse oder um die Pensionszusage. Es ist rechtlich ein Unterschied. Insoweit, als bei einer Pensionszusage sagt Ihnen Ihre eigene Firma oder Ihr Arbeitgeber die Pension zu. Wie er sie ausfinanziert, ist aber dem Arbeitgeber überlassen. Bei der Unterstützungskasse lagert er das Risiko auf eine Versicherung aus. Bei diesen zwei großen Lösungen gibt es ein paar mehr Bedingungen als bei den drei kleinen, nämlich: Sie können nicht sofort beginnen, nur weil Sie Ihre GmbH gegründet haben. Sie müssen 2 bis 3 bzw. 5 Jahre warten. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Dann gibt es noch ein Mindestalter von 23 Jahren. Und dann gibt es noch das Thema Erdienbarkeit. Also mindestens 10 Jahre braucht man noch bis zum Renteneintrittsalter. Und auch die Ernsthaftigkeit. Das sind übrigens zwei große Punkte für die Finanzämter. Es wird immer wieder gerne genommen, um eine Pension zu versagen, und dann fliegt einem die gesamte Gewinnminderung um die Ohren und zusätzlich muss man noch so tun, als hätte man sich das Geld auch ausgeschüttet, was natürlich Quatsch ist. Es hat ja keiner irgendeinen Cent an Sie ausgeschüttet, aber es wird so gestellt. Das nennt man dann verdeckte Gewinnausschüttung. Ist also sehr risikobehaftet, wo wir genau auch bei den weiteren Punkten sind. Es ist ein hohes steuerliches Risiko, diese Pension zu sagen. Ihre Bilanz wird stark belastet. Sie müssen sehr viele Bedingungen erfüllen und immer auf dem Laufenden bleiben. Also auch wenn sich das Gesetz ändert, müssen Sie gegebenenfalls Ihre Pensionszusage anpassen. Thanks for watching.